Okay. Die haben wohl auch eine Farm. Ja, das sagen sie alle. Und dann sind sie schwanger. Bali ist Mord. Fertig? Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Mord Mariners mit Paddy und mit Leon. Ja, und das ist mal wieder so ein totales Nerd-Out-of-the-Box-Video, also völlig spontan. Wir haben irgendwie hier zwei ganz freakige Sachen reinbekommen. Ich habe noch nie was von der Brennerei gehört und deswegen war ich natürlich sofort total neugierig, weil mein kleiner innerer Nerd ist natürlich sofort gleich, oh, neuer Whisky, kenne ich nicht, noch nicht, Single Malt, probieren. Ja, Paddy, du hast die angeschleppt. Richtig. Willst du was dazu sagen, oder? Ja, du, eigentlich relativ einfach. Ich habe die vor die Nase gesteckt bekommen mit der Prämisse, probier mal. Und das machen wir jetzt im Prinzip. Also ist das Leben nicht schön, wenn man genau mit Whisky arbeitet? Ja, mittlerweile ist das tatsächlich, dass Leute mich nach meiner Meinung fragen, was ich gar nicht verstehe, ehrlich gesagt, aber naja. Okay. Ich auch nicht. Yorkshire Whisky, genau, Filet Bay, Filet Bay? Die viele Bays oder haben die nur zwei nicht, Bays? Nicht so, nee, ich glaube, die haben viele Bays. Ja. Second Release habe ich hier gerade in der Hand. Sieht aus wie ein Bourbon Barrel. Sieht man das? Ich blende euch das noch ein. Ich mache noch ein paar schöne Fotos davon. Genau. Aber ich finde das total schön. Die haben unten hier so Wellen auf der Flasche als Relief. Ich kann auch. Ja. Das Flaschendesign gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Sehr straight, sehr gerade, aber schlicht und elegant. Richtig. Also passt zu den Engländern. Finde ich schön. Erinnert mich ein bisschen auch, jetzt habe ich da auf das Label gekleckert, ich ferkel. Erinnert mich ein bisschen an die Glendalough-Flaschen, glaube ich. Das ist so ein bisschen breiter sind die halt, ne? Nicht so diese schlanken, typischen Standard-Bottles. Schön massiv. Sondern, ja, wirklich schön. Massiv, wirklich schön. Wie so ein, könnte auch ein Parfümflakon sein. Stabil. Stabil. Stabiler Junge. Ja. Okay. Bodenständig, aber elegant. Okay, jetzt im Glas darf man die nicht auseinanderkriegen. Das ist mein Second Release, heißt der eine. Ich habe, das ist jetzt hier mein... Das ist das Moscatel. Moscatel. Beide natürliche Farbe und beide nicht kühl gefiltert, das habe ich schon mal gesehen. Okay, bist du sicher? Ja. Okay, nicht gefärbt. Aber, was natürlich für mich jetzt als Nerd super interessant ist, das blende ich euch ein, ist, dass in Schottland Single Malt auf Postels gebrannt werden muss. Wenn ihr mein Knowledge-Video gesehen habt zum Thema Single Malt, wisst ihr das? Außerhalb von Schottland. Blenden wir euch ein. Ja, vielleicht. Ja. Außerhalb von Schottland nicht. Also jedes andere Land auf der Welt darf Single Malt produzieren, darf es Single Malt nennen. Es muss aber keine Postel verwendet worden sein. Pendaren zum Beispiel macht das in Wales und in Deutschland wird das auch viel gemacht. Und das ist auch ein Whisky, der ist auf zwei Postels gebrannt. Aber die zweite Postel, wenn ich das richtig sehe, die hat eine Kolonne angeschlossen. Also eine Hybrid-Brennblase vermutlich. Hybrid Still. Genau. Schnuppern wir an dem... Was ist Second Release? Also was wissen wir hierüber? Das ist wahrscheinlich nicht das First Release, sondern das Second Release von diesem Whisky. Aber es ist Bourbonfässer oder was? Sind Bourbonfässer vorwiegend. So würde ich es jedenfalls mal interpretieren, auch von der Farbe her. Und was noch dazu zu sagen ist, das ist ein sogenanntes Grain-to-Glass-Projekt wohl auch. Also hier steht drauf, die haben ihre eigene Farm, bauen das Getreide selber an, verarbeiten das. Hier steht es auch so, Barley Malted, Lala und so weiter. Und dann wird das halt für diese Produktion verwendet. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Ding ist wie bei Death Mill, aber Death Mill ist ja eigentlich eine Farm, die noch zusätzlich brennt. Das ist schon mal ein anderer Hausnummer, glaube ich. Aber also ich muss euch, ich spiele mal den Spielverderber immer kurz. Immer skeptisch. Ich spiele mal den Spielverderber. Mir persönlich ist das relativ wurscht, dieses Grain-to-Glass-Ding. Für mich muss der Whisky schmecken und er muss ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und gerade die ganzen kleinen Farm-Distilleries, die sind meistens also Daft Mill, Katastrophe vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Die da? Aber wir schnuppern jetzt erstmal, klassischer junger Single Malt für mich, so im Aroma. Könnte jetzt auch ein Schotter sein. Könnte für mich eher ein Ire sein. Ire auch, sehr birnig. Sehr birnig, sehr spritzig, sehr, hat was von Brausepulver. Sogar eher ein Ire. Deutscher oder Ire, finde ich. Eher ein Schotter, Ire, ich ruder zurück. Ich glaube, also es wäre kein Schotter in meiner Nase, ist eher Deutschland oder Irland. Brausestäbchen finde ich gut. Ja. Riecht aber nicht unangenehm. Hat, ja. Ist nicht keksig, nicht so ganz so keksig, wie ich das manchmal von Iren habe. Hat eine gewisse Säure, die auf der Zunge vielleicht für mich ins Unangenehme kippt. Da bin ich gleich sehr gespannt. Aber in der Nase erstmal für mich nicht so viel sagen, ehrlich gesagt. Birne, Apfel, bisschen Getreide. Dauert aber ein bisschen. Man muss ein bisschen länger dran schnuppern. Kalt auch.
Kalk und kalt. Kalt und kalt, beides. Genau. Ja, beides. So ein bisschen Kalksteinfelsen. Bisschen Schnee. Dover. Mhm. Nein, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ja. Ich möchte abbeißen. Beiß mal ab. Slanche. Sehr spritzig. Mhm. Wow. Oh, wow. Oh, süß. Oh, der ist lecker. Der ist wirklich lecker. Oh, ja. Oh, also, wow. Zitrus. Getreidig. Getreide, Zitrus. Würzig. Mhm. Aber positiv. Also, mild. Mhm. Aber, wow, interessant. Ich hätte nicht gedacht, Porridge. Das hätte ich nicht gedacht. Nee. Also matschige Kelloggs. Und der Witz ist, ich habe das Gefühl, das ist der perfekte Kompromiss zwischen dem Single Malt und dem Single Grain. Ja. Perfekt. Genau die Mitte getroffen. Ja. Aromatisch komplex wie ein Single Malt, ja. Aber von der Mundperformance, vom Mundgefühl, eher Richtung Grain. Ja. Leicht. Leicht. Spitzig. Sommerwhisky Deluxe. Sommerwhisky Deluxe. Der Mega Deluxe. Der Sommerwhisky. Mhm. Leichtes Finish. Also Finish ist unspektakulär, aber hat keine Fehlaromen. Genau. Vanille. Sehr interessant. Erdbeeren habe ich auch. Und ein bisschen Rhabarber. Erdbeer-Rhabarber-Kuchen. Ich habe nur Zucker gerade. Bei mir ist er ganz deutlich auf der süßen Seite. Mhm. Sehr süß, sehr angenehm. 46%, also ich merke da auch keine Schärfe. Der muss ja jung sein, der kann ja keine... Also nee, der muss jung sein, ja. Ich bin ja echt so ein bisschen geschockt, dass ich noch nie von dieser Brennerei gehört habe. Ich habe ja schon die Malt Whisky Brennereien der Welt immer so ein bisschen auf dem Schirm eigentlich. Da hat man aber auch echt was verpasst. Also, okay. Das ist wirklich nice. Preise kennen wir natürlich aktuell nicht, weil wir haben die Flaschen jetzt so gekriegt. Wir wissen aktuell noch nicht, was der Marktpreis sein wird von diesem Whisky. Mhm. Aber jetzt, also der hier, wenn das ein First Release ist, wenn der jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zwischen 3 und 6 Jahren alt ist, wahrscheinlich irgendwie 3, 4, 5 Jahre alt, würde ich den irgendwo zwischen, ich sehe den mal so zwischen 40 und, also zwischen 35 und 50 Euro, weil die meisten neuen Brennereien haben halt vom Preis einen höheren Einstieg. Mhm. Also wenn ich den jetzt neutral bewerten würde, würde ich sagen, ja, 30 Euro geht klar. Aber nachdem es eine neue Brennerei ist, der wird nicht bei 30 Euro einsteigen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht, wie gesagt. Ist eine Leihgabe aktuell. Ach, guck mal, auch schönes. Ja, aus den Korken, schön, ne? Mit das so einer Minze, ja, ne? Irgendwie da so reinge... Okay, interessant, interessant. Muss da denken, Fotos zu machen von dem ganzen Kram, damit ich die euch einblenden kann. Ich habe mal ein bisschen Wasser reingemacht, verändert die Nase kaum, wird nur etwas mehr, etwas breiter. Also wirklich... Bisschen mehr Süße. Ich bin nicht enttäuscht, ich bin positiv überrascht. Es ist natürlich kein super komplexer Whisky, der ist jung, keine Frage. Also ein bisschen hier steht zum Weg rum. Also ist auf jeden Fall, er ist nicht spektakulär, aber er ist auf jeden Fall ein toller Ansatz, guter, gut gemachter junger Whisky. Mhm. Kann sich definitiv, ich muss sagen, ich bin gerade, ich feiere das gerade so ein bisschen, dass es ein englischer Whisky ist, weil das ist ein Whisky, der in Schottland so wahrscheinlich nicht gemacht werden würde. Und die Engländer müssen gerade so ein bisschen ihr Profil finden. Es gibt ja in Norfolk, die St. George Distillery, die machen tolle Sachen, die brennen vorwiegend auf schottischem Vorbild, also genau das gleiche Produktionsprozess wie die Schotten. Es gibt die Cotswolds Distillery in den Cotswolds und es gibt die Lake Distillery in Lake District. Und die machen auch beides, die machen Single Malt und Single Grain. Aber das ist für mich gerade so ein bisschen was, wo ich sagen würde, da könnten die Engländer ihren Stil gefunden haben mit. Mhm. Leicht, süffig, elegant, nicht so, passt ja auch zu den Engländern. Nicht so schwer und ruppig wie die Schotten, genau. Sondern so ein bisschen eleganter, ein bisschen smoother, ein bisschen vornehmer, ein bisschen leichter auch vielleicht. Das finde ich eine schöne Nummer. Ist eine gute Mischung für mich zwischen den Iren und den Schotten. Jetzt, genau. Und jetzt kommt der Moscatel. Jetzt kommt der Moscatel. Moscatel-Finish. Ich habe Probleme, den Moscatel rauszuriechen. Ja. Aber der riecht jetzt ein bisschen mehr so wie ein junger... Mehr so nach Rohbrand. Genau. Weißt du? Mehr so Rohbrand-Charakter und man muss lange suchen, um den Moscatel zu finden. Und der riecht für mich nach einer Column Still. Das riecht für mich entweder nach einer Hybrid Still oder einer Schnapsbrennblase oder einer Kolonnenbrennblase. Der riecht für mich nicht nach einem Single Malt. Sehr zuckrig, butterig und das war's. Ich hab trotzdem noch so einen Anflug von Zimt, aber ich weiß nicht, woher der kommt gerade. Ja, wobei ja, Zimt geht auch. Aber wahnsinnig süß, also sehr zuckrig. Sehr süß, ja. Sehr, sehr süß. Aber nicht kränklich süß, sondern wirklich Zuckerschicht. Zuckerschicht auf Zimtzucker auf einem Milchreis. So. Ja, Milchreis passt gut. Zimtzucker auf einem Milchreis. So riecht der. Slange? Slange. Und Birne und Gurke.
meine Banane, die andere Gurke. Hm. Auch interessant. Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Pandaren. Aus Wales. Auch relativ, auch voll, würzig und dann wieder dünner. Also Mundgefühl ist extrem leicht. Wahnsinnig leicht, das kommt wahnsinnig Gefühl, leicht. Ja. Aber die Aromen sind nicht dünn. Die Aromen sind da. Aber der Körper ist sehr leicht. Hm. Für mich schmeckt der wie, erinnert mich gerade an diesen Cotswolds, den wir letztes Mal kurz hatten. Nur nicht ganz so aufgeladen mit Aromen. Was ich gut finde, weil ich, also hier, für mich schmeckt er eigentlich wie ein Rohbrand mit ein bisschen Fasseinfluss. Mhm. Also hat noch nicht so wirklich, das Fass hat noch nicht wirklich durchgearbeitet da. Finde ich aber stimmig. Ich mag das ganz gerne mal. Das, also man kann den Brennereicharakter schon recht lecker rausschmecken und ich gebe dir halt recht, der verfliegt fast. Mhm. Aber er ist halt nicht so überladen mit Fässern. Das heißt, manchmal hat man das bei manchen Brennereien, die packen da einfach so sehr intensive Fässer obendrauf auf den Rohbrand und dann schmeckt es nach Fasssuppe und das tut er nicht. Nee. Er schmeckt nach, ich werde in den nächsten 10 Jahren ein guter Whisky sein. Ja. Ja, also lässt viel Potenzial offen. Definitiv. Der erste hat mir tendenziell besser gefallen. Ja, mir auch. Und der zweite da, also ich schmecke von dem Moscatel kaum was, aber ich finde es sehr spannend, weil der halt wirklich wie so ein Schmetterling, um so ein bisschen bildlich zu werden, wie so ein Schmetterling wegfliegt. Ich habe so ein bisschen diese Vergorenheit von einem Wein. So ein bisschen hefig. Das ist das Einzige, was mich an Wein erinnert bei dem Moscatel. Aber ich mag den Bourbonfass, den helleren hier, finde ich deutlich angenehmer. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin ja sonst nicht so der Marketing-Mensch. Ich muss aber wirklich sagen, die Brennerei hat es bei mir geschafft, nur durch das Design der Verpackung und der Flasche schon ein positives Bild zu zeichnen. Mhm. Das haben sie wirklich gut gemacht. Also das gesamte Design finde ich extrem ansprechend. Das Relief mit dem Vogel, mit den Wellen, dieser sehr hochwertige Korken mit dieser Münze innen drin, finde ich sehr, sehr ansprechend, gefällt mir extrem gut. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, was die machen und wo die landen werden. Also ich auch. Why not? Und wie gesagt, ich glaube, das für mich Ansprechendste daran ist, dass sie einerseits einen eigenen Stil gefunden haben, der aber andererseits für mich nicht schlecht ist, weil ich normalerweise, wer mich kennt, weiß, ich bin großer Potstill-Fan, ich hasse eigentlich alles, was kein Potstill-Whisky ist. Außer Bourbon. Außer Bourbon, genau. Und Rye. Ja, beim Rye ist ja schwieriger, aber... aber wie gesagt, das ist wirklich mal einer der wenigen Whiskys, wo ich sagen würde, okay, eigener Ansatz, interessant, finde ich spannend. Finde ich auch spannend. Ja. Und finde ich nicht schlecht. Ist gut. Lässt auf jeden Fall hoffen und ich bin auch voll bei dir. Ich finde das unglaublich schöne Farbgestaltung auch. Da das Designerherz kann da, glaube ich, hochschlagen. Brausestäbchen, bisschen Eiche. Ja, Brausestäbchen, sehr, sehr brausig noch. Der ist wirklich schön, ja. Der andere ist echt ein bisschen weirder. Ja, so. Also es würde mich wundern, wenn es halt praktisch der gleiche Whisky nur mit einem Moscatel-Finish ist. Ich glaube es nicht. Ich glaube, der hat halt ein paar mehr Fässer miteinander vermählt bekommen. Und das scheint einer zu sein, der halt ein paar Fässer und dann halt Moscatel-Finish. Vielleicht ein First Fill drüber gebügelt oder so. Ja, irgendwie sowas, oder? Also der wirkt ein bisschen jünger, wie der hier, der sitzt so, der ist ein bisschen gesettelter noch. Finde ich gut. Ist, ja, für mich zwischen ihre und Schotte. Ja. Lässt hoffen. Lässt definitiv hoffen. Ja. Ich glaube, in ein paar Jahren kann das was werden, wenn Yorkshire da durchhält. Und ich mag die Möwe da drauf. Das ist keine Möwe wahrscheinlich, aber ist ein Vogel drauf. Vogelchen. Ich finde es interessant. Und wie gesagt, gerade weil es sehr schwer ist, im Whisky-Bereich eine eigene Nische zu finden, finde ich das sehr interessant und sehr ansprechend. Mhm. Schönes Ding. Mhm. Cool, dass du da dabei hast. Also echt, wie gesagt, dafür, dass ich noch nie von der Brennerei gehört habe, komplett blind reingestolpert bin, bin ich wirklich positiv überrascht. Ja, weil im Vorfeld haben wir uns eigentlich auch gedacht, naja toll, die nächste x-beliebige Brennerei und den generischen Geschmack. Aber das ist er nicht. Ja. Der ist nicht generisch, der ist neu. Der hat ein eigenes Profil. Und allein dafür gebührt ihm schon Respekt eigentlich, weil wir haben jetzt so viele 3 Jahre alte Whiskys probiert in letzter Zeit. Ja. Man kann irgendwann halt nicht mehr machen. Richtig. So. Ja. Ja, irgendwann muss man einfach warten. Da braucht man einfach dann Zeit. Ja, aber nices Ding. Schön. Wenn euch das auch gefallen hat, dann klickt doch die Bimmel. Erzählt mir, ob ihr schon mal in Yorkshire wart in den Kommentaren und falls nicht, ob ihr gerne Yorkshire Terrier streicheln mögt, zum Beispiel. Oder ob ihr Yorkshire Pudding schon mal gegessen habt. Das sind die Worte, die mir mit Yorkshire einfallen. Und ja, lasst uns einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert uns überall, wo wir zu abonnieren sind. Ja, und dann würde ich sagen, so wie immer. Bis später. Bis später.
finde ich auch gut. Ich glaube, das wird der Kaltstart. Kruzifix. Seid mal ruhig, sonst gibt's da Furzen. Second release of Yorkshire only single malt company. Ich bin echt neugierig, ey. Ich auch. Also ich habe auch nur kurz überflogen, ist ein Grain-to-Glass-Ding halt, ne? Also die machen alles in Yorkshire, wollen Yorkshire halt irgendwie voranbringen. Aber also Getreide ist safe von vor Ort. Safe von vor Ort, genau. Okay. 100% homegrown barley from our farm. Okay. Die haben wohl auch eine Farm. Ja, das sagen sie alle. Und dann sind sie schwanger.